Doch, doch, ich sehe sie. Ja, genau, die. Stark. Heute ist dein Glückstag. Warum denn das? Ah, wie jeden Tag, oder? Dies ist der Tag, den der... Irgendwie ist es eins der, machen wir ein bisschen leiser, eins der strangesten Seminare, die wir je gehabt haben. Aber gut, ja. Interessante Lobpreiszeiten, oder? Wow. Ungeplant, einfach fließen lassen. Die Herrlichkeit Gottes ist da. Ich habe noch nie so gespürt oder so intensiv auch wahrgenommen, wie stark der Kampf der Welten hier ist. Also wie auch alles da dafür kämpft, dass wir zu Hause bleiben. Du siehst das ja. Dass keiner da ist, dass keiner kommt, dass wir entmutigt werden, dass wir aufgeben. Und auf der anderen Seite so viel Drang vom Heiligen Geist, der schon fast bittet und bettelt, dass das geschehen kann, was er geplant hat. Kann man das so formulieren? Es ist manchmal bemerkenswert, wie der Heilige Geist selber in einer Demut, in einer Hingabe dem Volk Gottes so dient, dass es eigentlich schon fast beschämend ist, wie sehr sich der Heilige Geist trotz all unserer Unwilligkeit oder im Englischen sagt man Shortcomings, Halbherzigkeiten auch, wie er sich bemüht, hier sein zu dürfen. Mit welcher Liebe und Nähe der Heilige Geist sich seinem Volk auch äußert und nährt. Es gibt Momente, und ich habe vorhin gerade so ein bisschen mit Ines geredet, der Heilige Geist hat mich so gegen 3:30 geweckt heute Morgen und sagte, die Mini-Morning-Message ist nicht fertig. Also habe ich die Mini-Morning-Message gemacht. Und manchmal ist es so, dass du nicht groß die Salbung spürst um 3:30 Uhr morgens, wenn der Heilige Geist dich weckt. Auch nicht zum Beten. Du spürst auch nicht so diese Frühlingsgefühle, dass du so holla, hopp, wow, ist das alles gegangen. Nein, das wirst du nicht fühlen. Und manchmal ist es, was heißt manchmal, das ist eigentlich die rote Linie, ist es wichtig, dass du auf der treue Linie fährst und nur ohne Fühlen, egal was gegen dich geht. Und ich hoffe, euch hilft das, was ich sage, weil braucht man nicht traurig oder komisch werden oder religiös gucken. Es gibt Zeiten, wo du einfach nur wie so Nebel, weißt du? Hast du schon mal so Flugzeuge oder Schiffe gesehen, die durch Nebel fahren oder fliegen? Schon mal gesehen sowas? Hast du schon mal gesehen sowas? Red mit mir. Und die haben ein Radar. Und exakt dann ist Glauben notwendig. Weißt du? Ja, red doch mit mir, Mensch. Jetzt gehe ich einen Kaffee trinken und rede mit dem Wirt da unten. Das sind die Zeiten, wo du den Peilsender vertrauen musst. Wo es nur noch mal piep, piep. Ich hoffe, es macht nicht piep. Aber das sind diese Momente, wo der Heilige Geist navigiert. Wo er sagt, drück den Knopf und du sagst, ich sehe doch nicht. Ich sehe doch gar nichts. Er sagt, drück diesen Knopf. Kurz links, und dann musst du gehorsam sein. Und das sind diese Zeiten, wo der Heilige Geist gerne mit dir reden würde und reden muss. Okay? Er muss mit dir reden, damit du nicht Titanic-mäßig zu viel Eis bekommst. Okay?
Und vertrau ihm. Es gibt Nebel, es gibt Situationen von Nebel, Benebelungen. Das ist das Märchen der Nibelungen, wo wirklich Nebel in deinem Leben ist. Und mach die Augen nicht zu, sondern geh durch mit dem Heiligen Geist. Okay? Das sind die Momente auch, wo du dich gerne zurückziehst. Mit einer Tasse Tee und der Illusion von Keksen und Tee hingibst. Und wie toll das so alles ist. Während Pläne der Hölle gemacht werden in dieser hochsatanischen Zeit. Und das Fatale ist, dass sich die Christenheit diesem heidnischen Weihnachtsbrauch hingibt. Und zwar so stark involviert, auch mit Familie und Tralala, dass sie nicht mehr merken, was hier eigentlich los ist. Dass Menschen geopfert werden zu Weihnachten. Das ist der Hochfeiertag der Okkultisten. Weihnachtsbaum vermiese ich euch jetzt mal. Dieser Brauch kommt von den Wikingern, da hat man die Körperteile aufgehängt, seine Feinde, als Opfergaben. Da hingen also keine Kugeln dran, sondern Köpfchen und Ärmchen und Beinchen, um den Gottheiten sozusagen Opfer zu geben. Und das hat nichts mit Jesus zu tun. Auch die Bibel spricht darüber, wie sie die Bäume aufrichten als heidnisches Ritual. Ja. Also ich würde dir gerne Weihnachten so vermiesen, dass du im Geist wirklich frei bist von diesem Tralala, dass du endlich auch frei bist von Traditionsfeiern. Denn wenn der Heilige Geist dich gebrauchen will, dass du dann auch da bist. Dass du nicht sagst, meine Familie, mein Fest. Also, sorry Leute, ich muss euch sagen, wir sind erlöst von dem Heidentum. Ich muss euch das leider sagen. Okay, du bist erlöst von diesem heidnischen Kram. Wenn wir das feiern und selbst mit Baum, wenn es sein muss, ist mir das egal. Aber wenn du nicht frei bist für den Heiligen Geist, das ist genau die Zeit, wo die Gegenseite immer ihre Pläne macht. Auch Pläne macht für neue Jahre. Verstehst du, was ich meine? Aber es gibt eine Zeit, und wir fangen an im neuen Jahr mit dem Heiligen Geist, ab 1. Januar. Und ich hoffe schon davor. Aber wir werden Winterbibelschule haben, wo wir ganz konzentriert darauf Acht geben, was will der Heilige Geist. Und ich rate euch für diese Stadt, lasst euch Strategien geben. Ihr braucht nicht noch einen Ort, wo eine weitere Vision kopiert wird. Geh auf deine Knie. Bruder Heggen sagt immer, kopiere nicht das, was ein anderer Pastor tut. Du fällst auf die Nase. Sondern geh in die Gegenwart Gottes und hol dir die Pläne für dein Leben in der Gegenwart Gottes. Hol dir Gottes Vision. Fang an im neuen Jahr. Eigentlich jetzt schon. In der Gegenwart Gottes wirklich die Pläne Gottes für dein Leben downzuladen. Was will Gott für dein Leben? Für deinen Beruf, für deine Gemeinde, für deine Vision, für deine Television. Okay. Gut, super, Halleluja. Bist du bereit, Brother Michael? Yes. Begrüßt ihn mal, Halleluja. Halleluja. Sehr spannendes Thema, sehr spannender Morgen. Ich hoffe, ihr seid alle gut wach. Das ist wichtig. Ansonsten werde ich mein Bestes tun, euch wach zu halten. Viele fragen sich, was ist meine Berufung? Beim Thema Stell die Weichen des Lebens geht es ja auch um meinen Lebensplan, um meine Berufung. Wozu bin ich berufen? Ich möchte dir mal sagen, was das Wort Gottes sagt, wozu du berufen bist. Interessiert es dich? Ich finde es so toll, dass das Wort Gottes so deutlich sagt, wozu wir berufen sind. Es deckt sich mit dem, was Markus gerade sagte. Konzentrieren wir uns vielleicht weiter, weil das ist völlig uninteressant, was da an der Tür passiert. Na, ehrlich. Na, das ist momentan ein Versuch, euch von dem, was spannend ist, abzulenken. Und zwar heißt es hier in 1. Korinther 1,9, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Wenn dich an die Berufung interessiert, dann gibt es einen Ort für dich, wo du sie erfährst. Am Ort, wo du Gott vertrauen kannst, wo er vertrauenswürdig ist. Und wo du in der Gemeinschaft seines Sohnes bei ihm bist und alles
erlebst. So viele fragen sich, Herr, was ist dein Wille? Was soll ich tun? Was ist die große Vision? Und was ich so interessant finde beim Herrn ist, dass den Herrn scheinbar oft mehr das Wie interessiert, wie das Was. Wir vernachlässigen oft das Wie, sind so mit Inhalten beschäftigt, wir müssen jetzt das machen und das machen und so. Aber der Herr sagt eigentlich mehr, beschäftig dich doch erstmal mit dem Wie. Wie tust du die Dinge? Ja, jetzt muss ich halt irgendwie einkaufen gehen oder jetzt muss ich Kuchen backen. Frag dich mal, wie du den Kuchen backst. Backst du ihn heidnisch? Backst du ihn aus eigener Kraft? Backst du ihn, weil du halt diese lästige Pflicht tun musst? Oder machst du das, was du tust, als dem Herrn? Machst du es durch die Gnade? Machst du es als Gottesdienst? Machst du es als Ausfluss deiner Liebe zum Herrn? Ja, da ist das Wie gefragt. Wir können als Christen alles, was wir tun, heidnisch tun und alles, was wir tun, alle richtigen Dinge, auch im Geist tun. Und Jesus sagt, habt Acht darauf, wie ihr hört. Er sagt nicht bloß, was ihr hört, sondern wie ihr hört. Und wenn du dich mit dem Wie beschäftigst, dann vertraust du ihm erstmal. Dann richtest du dich nach ihm aus. Und dann kann es sein, dass du entweder die ganz große Vision von ihm bekommst, wo du keine Ahnung hast, wie das jemals ein Mensch schaffen soll. Und das Wie ist sowieso unmöglich. Und das ist gut so. Weil würde er dir die ganzen Sachen schon sagen, die Strategien schon im Detail zeigen, würdest du ohne ihn losrennen. Der Herr überfordert dich bewusst, damit du abhängig bleibst von ihm und auf seine Führung angewiesen bleibst. Also entweder gibt er die ganz große Vision oder er gibt dir nur das ganz Kleine. Er gibt dir nur den nächsten Schritt. Und es kann sein, dass du eine Zeit lang nur Schritt um Schritt gehst und am Ende hast du einen riesen Weg zurückgelegt, bist am Ziel angekommen, denn eigentlich brauchst du, um ans Ziel zu kommen, wie beim Navi. Das Navi braucht dir nicht das Ziel geben, das Navi braucht dir nur sagen, nächste Ampel rechts, nach 100 Metern links. Und der Heilige Geist und das Wort Gottes wird beschrieben im Psalm 119, Vers 105. Ein wichtiger, bekannter Vers. Dein Wort ist eine Leuchte auf meinem Weg oder eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Und was macht die Leuchte? Sie leuchtet nur den nächsten Schritt aus. Das Wort Gottes leuchtet nur den unmittelbaren Bereich aus, der als nächstes dran ist, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Wenn du den nächsten Schritt gehen kannst, hast du eigentlich mehr als genug. Also das sind die Arten, wie Gott oft dir Peilung gibt. Er zeigt dir das ganz große Bild oder das ganz kleine. Wir hätten es oft so gern schon mittendrin. Alles schön analysiert, alles schön im Kasten, alles schön im Griff. Und der Herr sagt, nee, vertrau mir. Du bist berufen in die Gemeinschaft meines Sohnes. Und wir fragen, Herr, was ist dein Wille? Denn ich will ja nicht Weichenspiel, ich will nicht Schaffner spielen oder jetzt mit der Modelleisenbahn Weichenstellen spielen. Ich möchte ja nicht die Weichen hin und her spielen, schalten, sondern ich möchte ja einen sinnvollen, planvollen Weg zurücklegen. Ich möchte ja wohin kommen. Das Problem in der heutigen Zeit ist, keiner weiß, wo es hingeht, aber Hauptsache mit Volldampf. Ja, Hauptsache Vollgas. Alle sind mit Vollgas unterwegs, aber wo es eigentlich hingehen soll, ist eigentlich nebensächlich. Und der Herr sagt, nee, darf dich schon interessieren, wo es hingeht. Herr, was ist dein Wille? Was ist dein Wille? Und im 1. Thessalonicher Brief heißt es, das ist Gottes Wille, eure Heiligung. Dass ihr euch absondert, rausnehmt aus dem heidnischen Treiben. Dass ihr euch rausnehmt und euch absondert für den Herrn. Und dann wird nochmal von Gottes Wille gesprochen. Der 1. Thessalonicher Brief ist so umrahmt von diesen beiden Erwähnungen des Gotteswillens, nämlich heißt es in Vers 4, dieses Gotteswille, eure Heiligung, Kapitel 4, Vers 3, und dann Kapitel 5, Vers 16 bis 18. Da sind drei Sachen genannt, die mit dem Wie zu tun haben. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus. Das sind alles, wie du lebst. Du kannst beim Kuchenbacken dich freuen, beten und Dank sagen.
Du kannst beim Klo putzen, dich freuen, beten und Dank sagen und dann bist du im Willen Gottes. Wir haben diese Vorstellung, nur wenn wir inhaltlich irgendwas machen, sind wir im Willen Gottes. Aber der Herr sagt, nein, nein, wie du lebst, interessiert mich. Wie du lebst, wird den Willen Gottes in deinem Leben hervorbringen. Wie du mir vertraust, wie du glaubst, wie du durch den Alltag gehst. Aber in der Tat gibt es einen ganz großen Plan. In der Tat ist es so, dass Gott kein planloser Gott ist, sondern dass Gott einen Plan hat. Und wir können noch so viel Gutes und Richtiges tun, wenn wir seinen höchsten, eigentlichen Willen, seinen höchsten Plan verpassen oder nicht kennen, haben wir am Ende vielleicht eine brillante Leistung, Lebensleistung hingelegt, aber das Thema verfehlt. Und deshalb möchte ich mit euch über Gottes ewigen Plan sprechen. Das Neue Testament ist nicht unklar über die Dinge Gottes. Gott ist nicht so, dass er Verstecken spielt. Gott ist nicht, dass er dich in Verwirrung halten möchte, sondern er ist völlig klar. Und wir haben gestern auch angesprochen, wie wir die Bibel lesen, was die Bibel eigentlich für ein Buch ist. Manche denken, die Bibel ist ein Buch, wo Leute halt Erfahrungen mit Gott machen. Wo Gesetze drinstehen, Weisheit, Prinzipien, Gebote und Verbote. Und irgendwie müssen wir halt das alles irgendwie kennen und wissen und befolgen. Und die Bibel ist so eine Art, ja, Handbuch fürs Leben und so weiter. Und so kann man die Bibel verstehen. Aber Gott will sein Wort noch ein bisschen anders verstanden wissen. Und er hat in seinem Wort, und das ist das Wunder, einen roten Faden drin. Er hat einen glasklaren roten Faden, der von Anfang bis Ende durchläuft und zwischendrin absolute Gipfel, Aussagen findet, Höhepunkte, Zentralaussagen. Und wenn wir uns den Anfang anschauen und das Ende anschauen, finden wir jeweils zwei interessante Kapitel. Wir finden im 1. Mose 1 und 2 und in Offenbarung 21 und 22 finden wir spiegelsymmetrisch zwei Kapitel. Wenn man also eine Symmetrieachse in die Mitte zieht und die ersten zwei und die letzten zwei Kapitel anschaut, stellen wir etwas Faszinierendes fest. Die ersten zwei Kapitel der Bibel sind die einzigen beiden Kapitel im Alten Testament ohne Sünde, ohne Fluch, ohne Sündenfall. Die letzten zwei Kapitel des Neuen Testaments sind die einzigen Kapitel ohne Sünde, ohne Teufel, ohne Tod, ohne Sündenfall. Und es gibt hier eine Entsprechung. Wie es war im Anfang, so auch jetzt, so auch alle Zeit und in Ewigkeit. Ein uralter Segensspruch. Und das ist so. Wenn wir Gottes Plan erkennen wollen, das ist auch im Prinzip die Bibel zu verstehen, das Prinzip der Ersterwähnung. Wir müssen immer anschauen, wann die Themen eingeführt werden, was Gott über das erste Mal sagt, wenn die Dinge genannt werden. Denn Gott hat mit der Ersterwähnung, mit dem Prototyp, er hat mit diesen Dingen Tiefe geplant, Klarheit geplant. Bei Gottes Wort ist nichts zufällig hingeschmiert oder gedankenlos gesagt, sondern es ist planvoll gestaltet. Und wir sehen, dass die Bibel einen dramatischen Bogen spannt, von Anfang bis Ende. Ein Epos zeichnet, ein kolossales Panorama. Und in diesen zwei ersten Kapiteln und in den zwei letzten finden sich mehr als 30 Schlüsselthemen, die nur am Anfang und nur am Ende so gehäuft, so verdichtet vorkommen. Ich will es nicht alle nennen, aber ich sage, da kommt die Ehe vor, da kommt Mann und Frau vor, da kommt der Baum des Lebens vor, da kommt der Fluss vor, da kommt der Garten vor. Und Jesus, als er aufersteht, steht in einem Gartengrab auf als Gärtner. Da ist das Zentrum, Garten am Anfang, Garten am Ende, Auferstehungsmorgen, Christus als Gärtner im Gartengrab. Glaube, das ist Zufall? Nein, das haben wir überlesen. Wir haben gedacht, okay, Zufall, Gartengrab, bei Gott ist nichts Zufall. Gott hat die Dinge gestaltet, er hat einen Plan, er verfolgt einen Plan. Und wie dieser Plan lautet, das hat der Apostel Paulus offenbart bekommen im Epheserbrief. Und der Epheserbrief ist die Hochwassermarke der neutestamentlichen Offenbarung zusammen mit dem Römerbrief 5 bis 8. So ist der Epheserbrief das Höchste, was Paulus geoffenbart bekommen hat.
Paulus hat es geoffenbart bekommen, als er lernte, Thron zu nehmen, als er lernte, die Schule des Sprechens einzurichten, als er lernte, die Mächte und Gewalten in einer hochdämonischen Stadt zu unterwerfen. Und warum uns Gott hier in Salzburg, auch in einer hochokkult besetzten Stadt, diese Geheimnisse ansprechen lässt, hat auch einen Grund. Und das Interessante ist, dieser ewige Vorsatz Gottes, wie Paulus es nennt, wird kaum gepredigt, wird kaum gelehrt. Wenn man 10 Christen fragen würde, hätte man 11 verschiedene Antworten. Was denn das sein soll? Die häufigsten Antworten wären, die Welt evangelisieren und zweitens, die liberale Variante davon, aus der Welt einen besseren Ort machen. So Michael Jackson, make it a better place, ja? So soziales Unrecht beseitigen, dann ein bisschen Ökologie und ein bisschen Politik und sonst wie. Machen wir aus diesem Ort einen better place, einen angenehmeren Ort zu leben. Und ich sage nicht, dass das nicht Gott wichtig wäre. Gott ist es wichtig, die Verlorenen zu retten, die Welt zu evangelisieren. Gott ist es wichtig, Unrecht zu überwinden. Ich sage nicht, dass es nicht Gottes Absicht ist, aber es ist eine unvollständige Sicht. Denn Gottes Absicht ist größer, ist erhabener, ist strahlender und gewaltiger. Und die Welt zu evangelisieren und aus der Welt einen besseren Ort zu machen, ist nur ein untergeordneter Teil des Ganzen. Paulus schreibt in Epheser 3, dass ab Vers 2, ihr habt von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört. Hier ist die Ökonomie genannt. Hier ist der Haushaltsplan Gottes. Hier, Gott hat einen Haushaltsplan, wo alles seine Ordnung hat, wo alles... Wir haben gestern gesagt, Gott gibt die Welt frei, er kooperiert und dennoch verfolgt er gleichzeitig diese Ökonomie. Er verfolgt diesen Plan. Und Ökonomie kennen wir bloß aus der Wirtschaft. Da wird ein Budget aufgestellt. Aber Gottes Wirtschaft ist mehr als eine Finanzwirtschaft, mehr als eine Landwirtschaft, mehr als eine jede Art von Betrieb, jede Art von Plan, jede Art von Ablauf, jede Art von Umsetzung, Verwaltung, Zuteilungen von Gott, Verteilungen, Verwaltungen, Strukturierungen, alles ist Teil dieses großen Masterplans Gottes, dieser großen Ökonomie Gottes. Und hier, sie wird übersetzt mit Verwaltung, aber es ist mehr als Verwaltung. Gott ist kein Buchhalter. Gott ist ein Mastermind, ein gewaltiger, der einen gewaltigen Plan im Herzen trägt. Und das hat mit der Gnade zu tun. Und die mir im Hinblick auf euch gegeben ist, schreibt Paulus. Dann geht's weiter. Denn mir ist doch offenbar um das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie ich es oben kurz beschrieben habe. Beim Lesen könnte man einsehen, das Geheimnis des Christus merken. Paulus spricht von einem Geheimnis. Und er sagt, Teil dieses Geheimnisses ist, dass die Heiden und die Juden zusammenkommen in diesem Plan, was im Alten Testament noch undenkbar gewesen ist. Dann geht es aber weiter. Ab Vers 8 bis Vers 11. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung, hier ist mir diese Ökonomie, dieser Haushaltsplan des Geheimnisses ist. Es gibt ein Geheimnis und Gott will dieses Geheimnis umgesetzt sehen, das von den Zeitaltern her, von Ewigkeiten her, in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war, damit jetzt, sag mal jetzt, jetzt, damit jetzt den Gewalt und Mächte in der Himmelswelt durch die Gemeinde. Also das Geheimnis scheint mit der Gemeinde zu tun zu haben. Die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Jetzt kommt der Vers. Nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Gott hat einen ewigen Vorsatz, einen ewigen Plan. Man könnte es auch übersetzen, die Absicht, der Plan der Zeitalter. Und das hat mit einem Geheimnis zu tun. Und dieses Geheimnis hat zu tun mit dem Geheimnis seines Willens. Epheser 1,11, in ihm haben wir ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Ratschluss seines Willens wirkt. Vers 9, er hat uns das Geheimnis seines Willens. Gott hat einen Willen, Gott hat eine Absicht, Gott hat einen Plan. Es ist geheimnisvoll. Keiner versteht es fast, aber euch ist es zu erkennen gegeben worden. Und du fragst dich, ja, vielleicht will ich Schaffner werden, vielleicht will ich Krankenschwester werden, wie soll ich die Weichen meines Lebens stellen? Darf ich dir was sagen? Der Plan Gottes für dein Leben ist größer als all das. Und solange du den Masterplan nicht erkennst, was willst du mit dem kleinen Mikroplan zu tun haben? Dein Mikroplan wird sich sortieren im Licht des großen Planes Gottes. Amen.
Es geht also um dieses Geheimnis seines Willens, um diesen Vorsatz, diesen Plan. Und nochmal ist Geheimnis erwähnt in Epheser 5, 32. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Er spricht von einem großen, einem mächtigen, einem gewaltigen Geheimnis. Und dieses Geheimnis hat zu tun mit Christus und der Gemeinde. Und schauen wir uns diesen Epheser 5 Text ein bisschen näher an. Ab Vers 23. Denn der Mann ist das Haupt der Frau. Unterstreicht das Wort Frau. Oder markier es in deiner Bibel oder merkst dir. Es geht um eine Frau. Wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Retter des Leibes. Unterstreich Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen wieder, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, ohne Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber unterstreichen. Wer seine Frau liebt, Frau unterstreichen, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, Leib unterstreichen. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen, seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Man könnte denken, jetzt bezieht er sich auf Adam und Eva. Aber er spricht nicht von Adam und Eva. Denn jetzt kommt 32. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Es geht um Christus und die Gemeinde. Christus und die Gemeinde. Manche wollen nur die Gemeinde, manche wollen nur Christus. Aber es geht um Christus und die Gemeinde. Und es sind zwei Schlüsselthemen angesprochen, die Frau und den Leib. Beide tauchen am Anfang und am Ende auf. In 1. Mose 1. Die Frau und der Leib. Dann Epheserbrief Kapitel 2. Da werden die anderen zwei Hauptthemen dieses Plans uns vorgestellt. Nämlich ab Vers 14. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht. In Epheser 5 werden Mann und Frau eins. Hier wird auch etwas eins gemacht. Er hat aus beiden eins gemacht. Die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Oder in seinem Leib, könnte man sagen. In seinem Leib abgebrochen. In seinem Körper abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt. Um die zwei werden eins, friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu erschaffen und die beiden in einem Leib, unterstreich Leib, mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide, zwei, durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Hausgenossen kann man übersetzen mit Familienglieder. Unterstreicht das Wort Hausgenossen. Es geht um diese Familiengliedschaft. Ihr seid auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau, unterstreicht Bau, zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut, unterstreichen, zu einer Behausung unterstreichen, Gottes im Geist. Wir haben hier vier Themen, die alle mit dem ewigen Plan Gottes zu tun haben. Es geht um eine Frau. Es geht um einen Körper oder einen Leib. Es geht um eine Familie und es geht um ein Haus. Wer von euch hat die Krieg der Sterne Filme gesehen, Star Wars Filme gesehen? Irgendwer? Muss gleich eine Seelsorge, nein. Das, was ich damit sagen will, ist, diese Filme kamen ins Kino in den Jahren 1977 bis 83, die Teile 4 bis 6. Und man musste warten bis zum Jahr 1999, bis dann Teil 1, Teil 2 und 2005 schließlich Teil 3 kamen. Und der Punkt war, wir haben die Geschichte in der Mitte kennengelernt. Keiner wusste ganz den Anfang, keiner wusste ganz, wie die Geschichte, worum es eigentlich geht. Man war so mittendrin gestiegen, es war schön und gut, es war spannend, diese Geschichte so auf sich wirken zu lassen, aber wir kannten den Anfang nicht. Und erst 2005 wurde der Schleier gelüftet, nach fast 20 oder 30 Jahren sogar, nach fast 30 Jahren, wurde der Schleier gelüftet, wie es eigentlich von Anfang an schon geplant war, aber wie es nur der Mastermind, nämlich der George Lucas, gewusst hat. Und die das Drehbuch kannten oder die Bücher oder sonst was. Aber sonst wussten wir es nicht, warum. Wir waren in der Mitte eingestiegen. Und
So ähnlich geht es uns Christen. Wir sind von unserem kollektiven Bewusstsein in der Mitte der Geschichte eingestiegen. Wir sind bei 1. Mose 3 eingestiegen, beim Sündenfall. Jetzt kommen die Weihnachtslieder Odo Fröhliche. Wie fängt es an? Welt ging verloren, Christ ward geboren. Ja, Welt, das ist das Drama ist, Welt geht verloren, braucht Retter, Christus kommt, alles wird gut. So denken wir das Evangelium, so erklären wir es den Ungläubigen. Das erste Wort ist Sünde, Sündenfall und dann kommt die Erlösung. Aber es gibt noch etwas vorher. Es gibt etwas Faszinierendes, Entscheidendes vorher, das wir vielleicht übersehen haben. Denn worum geht es, wenn die Welt verloren geht? Wer will nicht in die Hölle? Wer will in den Himmel kommen? Wer hat das Bedürfnis, gerettet zu werden? Wer braucht Hilfe, wenn er in den Sumpf geraten ist? Ich, der Mensch. Es geht um das Bedürfnis des Menschen. Worum geht es, aus der Welt einen besseren Ort zu machen, wenn wir Unrecht leiden? Um den Menschen, um den Armen, der Hilfe braucht. Aber in dem ewigen Plan Gottes geht es nicht um mich, denn als der Plan gefasst wurde, waren noch keine Menschen da. Da geht es um das Bedürfnis Gottes. Es geht um die Sehnsucht Gottes. Es geht um das, was für Gott ist. Römer 11, Vers 36. Denn von ihm her und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ich war in christlichen Kreisen, wo gesagt wird, alles dreht sich um dich. Er hat alles für dich erschaffen. Für den Menschen. Er hat alles für dich getan. Gott geht es nur um den Menschen. Das stimmt aber nicht, denn die neutestamentliche Offenbarung sagt uns, Gott geht es nur um sich. Er hat die Menschen für sich erschaffen. Er hat die ganze Welt, Offenbarung 5, um deinetwillen wurden sie. Um deinetwillen wurden sie erschaffen. Der Herr hat diese Welt nicht für dich erschaffen. Er hat sie für sich erschaffen und für seinen Sohn. Und er hat dich für sich erschaffen. Er hat die Menschheit für seinen geliebten Sohn erschaffen. Du bist Vaters Geschenk an Jesus. Nicht Jesus, dein Erfüllungsgehilfe. Du darfst ihn glücklich machen. Du darfst ihn beschenken. Er hat dich für ihn geschaffen, nicht andersrum. Merkt ihr, wie wir es verzerrt haben? Wir haben das ganze Evangelium umgedreht. Alles ist für den Menschen da. Das ganze Universum. Und wer steht im Mittelpunkt? Ich, meiner, mich, mir. Zusammen sind wir vier. Nein, aber es geht nicht um dich. Du kommst drin vor. Das ist das Schöne. Aber es geht um Gott selbst, um seinen Sohn. Alles dreht sich um ihn. Weißt du, wir dachten früher, die Erde ist der Mittelpunkt des Universums. Da wurden Leute wie Kopernikus und Galilei wurden verurteilt davon. Aber irgendwann merkten wir, die Sonne ist im Mittelpunkt des Sonnensystems zumindest. Auf Englisch gesagt, not the sun revolves around the earth, but the earth revolves around the sun. Und dieses Wortspiel mit Sonne und Sohn. Man is for the sun, not the sun for man. Aber die Erlösungsgeschichte hat es umgedreht. Indem wir in der Mitte der Geschichte begonnen haben, konnten wir gar nicht anders als denken, er ist für uns da. Jesus wird zu meinem Erfüllungsgehilfen. Jesus wird zu meinem Problemlöser. Jesus wird zu dem, den ich rausziehe als Kaninchen aus dem Zauberhut. Wenn ich immer weiter weiß, Jesus, komm, du musst mir dienen. Und wo führt es hin? Zu Stolz, zu Hochmut, zu Egoismus. Weißt du, das ist so eine entscheidende Schlüsselaussage. Ist das Universum für die Menschen geschaffen oder für den Sohn? Bist du zu Ehren des Sohnes? Lebst du für ihn? Ist dein Lebensplan, damit du Geld machst und irgendwie, du darfst alles Geld der Welt haben, alle Schönheiten genießen. Aber du musst doch erkennen, wofür du auf der Welt bist. Für ihn. Von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Römer 11, 36. Gott hat ein Herzensverlangen, er hat eine Sehnsucht und das wird nicht von der Sünde berührt. Das wird nicht von deinen Problemen berührt. Das ist größer als all das. Und jetzt schauen wir uns diese vier Themen noch kurz an. Gehen wir kurz durch die Bibel durch. Braut, Haus, Leib, Familie. Gottes ewiger Plan. Von ihm, durch ihn, für ihn. Fangen wir mit der Braut an. Gott wollte eine Braut für wen? Für seinen Sohn. Eine Entsprechung, ein Gegenüber. Gott wollte ein Geschöpf haben, was es noch gar nicht gab. Ein Geschöpf, was perfekt geformt ist. Was von seiner eigenen DNA kommt. Was göttlicher Natur hat.
Denn alles andere, du kannst keine Gehilfin, ein Hund ist kein Gehilfe, kein Gegenüber, ein Gehilfe vielleicht schon. Das Wort Gehilfe mag ich nicht. Ich will ihm ein Gegenüber schaffen. Nicht Gehilfin. Ich will dem Mann, er ist nicht groß, er allein ist, ich will ihm ein Gegenüber schaffen. Und das Gegenüber war kein Tier. Und manche lieben das Tier mehr als einen Ehemann. Schnuffi, Katzi, Schnicki, Schnacki. Das Tier hat nicht deine Natur. Ein Gegenüber muss deine Natur haben. Erkennt ihr diese Offenbarung? Gott braucht ein Gegenüber von seiner Natur, von seinem Zoe-Leben, von seiner göttlichen DNA. Drunter läuft für ihn nicht. Schmeiß die Minderwertigkeit aus dem Fenster. Wärst du drunter, wärst du für Gott gar nicht qualifiziert. Er will, dass du seine Natur hast für seinen Sohn als Braut, als Gegenüber. Merkst du was? Er will ein Geschöpf, dass er seine Liebe ausgießt. Leidenschaftlich, lodernd, dem er alles gibt, nichts zurückhält. Und dass er ihn aus freien Stücken, wie es Markus auch gestern gesagt hat, nicht aus Pflichtgefühl, zurückliebt. Das ist sein Herzschlag. Das pulsiert, das bebt in ihm. Von Ewigkeit her. Und ich sag dir was, du liebst Shakespeare, du liebst den Film Love Story, das sind Echos, das sind Abklatsch, das sind Schatten von dem größten Romantiker aller Zeiten und das ist unser Herr. Er hat die wahre große Liebesgeschichte, nicht Romeo und Julia, nicht La Traviata. Jede Oper, jede Liebesgeschichte in Musik, in Literatur, in Dichtung ist eine intuitive Offenbarung, dass es da einen großen Liebhaber gibt. Eine große Liebesgeschichte, eine große romantische, dramatische Begebenheit gibt, die mit dem Herzen Gottes den Anfang nimmt. Gott hat die Liebe erfunden. Gott hat die Liebe erfunden, bevor es Mandel und Weiberl gab. Gott hat sie erfunden, dass man sich zueinander hingezogen fühlt. Dass das Herz, Gott ist der Erfinder der Schmetterlinge im Bauch. Gott ist er. Und die Bibel startet mit einem Mann, der allein ist. Adam ist allein. Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und so erschafft Gott eine Entsprechung für ihn, die aus dem gleichen Material ist, die aus dem gleichen DNA ist wie er. Er lässt Adam einen tiefen Schlaf fallen und bringt dann aus seiner Seite die Frau hervor. Sie war in ihm, aber Adam wusste es nicht, als er sich so leid gesehen hat, wie die ganzen Tiere vorbei defiliert sind und er immer trauriger wurde. Adam sollte als ein Gleichnis Gottes eigene Liebessehnsucht teilen, die Einsamkeit teilen, als kein Gegenüber gefunden wurde. Und dann holt er ein Wesen hervor, das wunderschön ist, noch schöner als Adam. Frauen, freut euch. Die Frauen sind das Luxusmodell. Die Männer sind das Standardmodell und dann kamen die Frauen strahlend schön. Ohne Flecken und Runzel und Makel. Und die beiden werden eins. Und so startet die große Geschichte, das große dramatische Epos in der Bibel. Sie startet mit einer Ehe, wo Leute eins werden. Und dann dieses Thema der Ehe, Mann und Frau, taucht wieder und wieder auf wie ein roter Fadenschrift. Abraham und Sarah sind sehr alt, können keine Kinder kriegen, können keinen Sex mehr haben, können nicht mehr eins werden. Und Gott betreibt hier, worum geht es eigentlich in der ganzen Geschichte mit Abraham und Sarah? Es geht um so viel Tiefes, aber es geht da in der jugendlichen Wiederherstellung von Sarah, die einmal wieder Kinder gebären kann, aber nicht nur das. Nicht nur die Gebärmutter wiederherstellt, die jugendliche Schönheit, die ist mit 90 so top, 20-jährig ausschauend, dass der König sich denkt, wow, die will ich haben. Als Adam eines Morgens aufwacht, die Zeltdecke vorbeizieht, denkt er sich, wow, was ist denn da? Welches Wesen liegt da neben mir? Das ist wie Adam. Wow, was ist denn das? Sarah hat Abraham gewowt. Warum? Was bedeutet das? Er will die Braut wiederherstellen, ohne Flecken und Runzeln. Gebärfähig, fruchtbar im Geist. Dann geht die Liebesgeschichte weiter mit Isaac. Isaac hat keine Frau und Abraham erlaubt ihm nicht, von den fremden Leuten eine Gegenüber zu finden. Es muss von meiner Familie sein. Merkt ihr das? Von der gleichen Natur, von der gleichen DNA. Und der Diener geht hin, um die Braut zu finden, um die Rebekka zu finden. Und das Faszinierende ist, die Braut vertraut dem Diener, dem Zeugnis des Dieners, als er nur von dem schönen Isaac erzählt, von diesem Bräutigam erzählt, wird ihr Herz gewonnen. Obwohl sie ihn nicht
gesehen hat, glaubt sie an ihn. Was schreibt der Apostel Petrus in 1. Petrus 1, Vers 8? Wir lieben ihn, obwohl wir nicht gesehen haben. Wir glauben an ihn. Warum glauben wir? Weil es einen Diener Eliezer gibt, der uns den Bräutigam bezeugt. Wir haben ihn nicht gesehen, aber unser Herz wurde gewonnen von diesem, und darum geht sie mit. Und sie wird eins mit diesem Isaak. Und dann geht die Geschichte weiter. Sie geht mit Jakob weiter. Vater, Sohn und Enkelkind. Durch alle Generationen geht dieses Thema der Ehe hin weiter. Jakob ist müde. In der Bullenhitze zu Mittag sitzt er in einem Brunnen inmitten von Schafherden. Die Hirten, gute Hirtenthematik um sich. Und dann kommt eine Frau in der Bullenhitze, gibt ihm zu trinken und er verliebt sich in sie. Ihr Name ist Rahel. Das ist Jakob. Aber Jesus ist der neue Jakob. Das war das Schattenbild. Jesus ist der neue Jakob. Jakob hieß später Israel. Israel war 40 Jahre in der Wüste. Jesus war als neuer Jakob 40 Tage in der Wüste. Hosea sagte, was Matthäus zitiert in der Weihnachtsgeschichte dann später, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und er meint natürlich das physische Israel. Aber als Matthäus sagt, dass das Jesuskindlein aus Ägypten hervorkommt, sagt er eigentlich damit, Jesus ist das neue Israel. Jesus ist der neue Jakob. Und dieses Thema findet sich weiter in der Bibel. Das auserwählte Land, Beula, geliebtes Land, du sollst nicht mehr Verstoßene heißen. Die geliebte Stadt Zion, Jerusalem, wird als Frau beschrieben. Das Buch der Sprüche endet mit der Vision der Frau. Sprüche 31, die Psalmen, die Frau, das Buch Esther, die Königin, das Hohelied, eine unwürdig sich fühlende Hirtenmädchen und der König gewinnt ihr Herz. Und das ist nur die Schattenwirklichkeit. Und dann kommt im Neuen Testament mit Jesus die Wirklichkeit der Schatten. Jesus wird von Johannes dem Täufer als Bräutigam vorgestellt, eigenartig formuliert, wer die Braut hat, hat ist der Bräutigam. Ja, wo bitte, Jesus, hast du die Braut? Er hatte sie in sich. Wie Adam sie in sich hatte, hatte auch Jesus seine Braut, sein Gegenüber in sich. Wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Schon als Jesus die Kranken heilte, wusste er um das Geheimnis. Er hatte eine Braut in sich, es wusste keiner, aber er wusste es. Er hatte dich und mich in sich, in Christus. Und dann kommt es im Johannes Kapitel 2 zu einer Hochzeit. Warum Hochzeit? Warum Johannes 2 Hochzeit? Warum Adam und Eva, 1. Mose 2 Hochzeit? Warum die letzten zwei Kapitel Hochzeit? Merkt ihr, bei Jesus ist die Mitte von Anfang und Ende. Und dann erleben wir ganz ähnliche Worte im Johannesevangelium wie in 1. Mose Kapitel 1 und 2. Da wird gesagt, von den ähnlichen Beschreibungen, vom ähnlichen Sprachrhythmus, an diesem Tag geschah dies, am nächsten Tag geschah das, am nächsten Tag geschah das. Erinnert uns das nicht an 1. Mose und es wurde morgen 1. Tag, 2. Tag, 3. Tag. Ihr Lieben, das Johannesevangelium ist die neue Genesis. Jesus, der neue Adam. Das Johannesevangelium ist Offenbarung strategisch platziert als Antwort der Wirklichkeit, wovon das erste Buch Mose nur der Schatten war. Jesus, der Menschensohn, er ist der wahre Adam. Der neue Adam, Römerbrief Kapitel 5, er ist der neue Jakob. Und in Johannes 4 sitzt er auf Jakobs Brunnen und er trifft eine Frau. Hatte nicht Jakob eine Frau getroffen? Rahel. Das ist doch kein Zufall. Jesus spricht sie an. Sie ist eine Frau. Juden sprechen nicht mit Frauen. Er bricht alle Gesetze. Er bricht alle Tabus, weil die Liebe so groß ist zu Unwürdigen, zu Ungeliebten. Er spricht die Frau an. Nicht nur ist sie eine Frau. Sie ist eine Samariterin. Was ist ein Samariter? Ein Mensch, der in sich, in einem Leib, in einem Körper, Jüdisches und Heidnisches hat. Merke die Offenbarung von Epheser 2. Eine Samariterin hat in einem Leib Jude und Heide, um sie, Epheser 2, in sich zu einem Leib zu vereinigen. Merke diese wahnsinnige Offenbarungskraft von Johannes 4. Er steht in der Mittagshitze da und sie ist die Rahel, sie ist die Geliebte und sie ist geschieden, 5-mal geschieden und sie hat einen 6. Mann. Wofür steht die Zahl 6? Für die Zahl des gefallenen Menschen. Aber Jesus steht vor ihr, ihr Lieben, das packt mich so. Er ist der 7. Mann und er sagt zu ihr, der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und warum sagt er das? Wie klein habe ich 1000 Predigten gehört über Johannes 4. Kein einziges Mal wurde mir gesagt, dass Jesus der 7. Mann ist.
Kein einziges Mal. Warum sagt dir der sechste Mann, ist nicht dein Mann? Warum? Warum wohl? Weil ich, der siebte Mann, dein Mann bin. Ich bin dein Bräutigam. Ich liebe dich. Schick den sechsten in die Wüste. Merkt ihr was? Er sagt nicht moralisierend, er ist ein Mann, bist nicht verheiratet, darum geht es doch gar nicht. Er sagt, ich bin's, der mit dir spricht. Und sie verliebt sich wie die Rahlen in Jakob, verliebt sich diese Frau in Jesus. Kommt, ihr müsst ihn kennenlernen, ihre Augen strahlen. Und sie nimmt ihn mit in ihre Familie und er isst mit ihnen, was er nicht darf. Jesus hat am letzten Abendmahl mit den Seinen gegessen, die alle unwürdig waren, die doch Sünde verunreinigt waren. Er hätte dieses letzte Mal gar nicht feiern dürfen. Dieses Essen mit den Unwürdigen, mit den ausgestoßenen Samaritern, ist ein Symbol, dass Jesus uns zu Tisch einlädt, zum Hochzeitsmahl einlädt, dass er zu uns sagt, iss mit mir, wenn mir die Herzenstür aufmacht, zu dem werde ich eintreten, ein Festmahl mit ihm feiern. Ich finde das so gewaltig, diese Offenbarung, diese großen Gedanken. Und dann geht ans Kreuz der neue Adam. Der Vater legt auch ihn in einen tiefen Schlaf. Und aus seiner Seite. Der Soldat weiß es nicht, als er die Lanze reinsticht. Zack, dass er einen Kaiserschnitt vornimmt. Zack. Und dass er die Seite von Jesus öffnet. Und das Blut für die Erlösung und Wasser für das Zoe-Leben hervorfließt. Und die Gemeinde hervorkommt aus dem Tod. Kommt die neue Eva, die Gemeinde hervor. Ist sie nicht, Epheser 5, Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Gebein. Die gleichen Worte in Epheser 5, wie in 1. Mose, wie Adam staunt. Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mann allein sei. Mensch, dass der Mensch allein sei. Mensch im Aramäischen ist das gleiche Wort wie Menschensohn. Das konnte man nicht unterscheiden vom Klang. Also sagte er, es ist nicht gut, dass der Menschensohn allein sei. Es ist nicht gut, dass Jesus allein bleibt. Ich will ihm eine Entsprechung machen, ein Gegenüber. Und schaut euch um, wenn ihr in diesem Raum rumschaut, da seht ihr seine Braut ohne Flecken und Runzel, ohne Minderwertigkeit, ohne irgendwas. Epheser 1, wir sind angenehm gemacht in dem Geliebten, versöhnt. In Gottes Augen sind wir heilig, hinreißend schön, unsträflich, unverklagbar. Und Gottes ewiger Plan ist es, diese Braut zu haben für seinen Sohn, die seine unaussprechliche, immense Liebe empfängt und ihn zurückliebt aus freien Stücken. Nun der zweite Aspekt, wir werden fertig bis 11. Der zweite Aspekt von Gottes ewigen Plan, das Haus. Wisst ihr, Gott wollte schon immer eine Wohnung haben, eine Behausung haben, denn er ist obdachlos. Was? Du willst sagen, Gott ist ein Sandler? Gott ist obdachlos? Ja. Gott ist obdachlos, er ist ein Vagabund. Die Stelle wird von Stephanus in Apostelgeschichte 7 zitiert. Der Himmel ist mein Thron und die Erde ist mein Fußschemel. Was ist das Haus, das ihr mir bauen wollt? Salomo wusste, Gott wohnt nicht in einem Haus mit Händen bereitet. Schauen wir noch mal 1. Mose 1, 2 kurz an. Da mein Garten, voller Baumaterial. Da ist sowas wie Perlen, Gold und Edelsteine. Und Gott hat die Frau gebaut. Gut gebaut, finde ich. Gott hat die Frau gebaut. Er hat sie nicht geformt, er hat sie gebaut. Da ist der Gedanke des Hauses, des Hausbauens drin. Da ist dieser sanfte Übergang zum Haus. Die Frau wird gebaut. Denn Gott wohnt nicht bloß im Himmel, er wohnt auch in einem Garten. Er geht dort spazieren im Garten. Und da ist dieser geheimnisvolle Baum des Lebens. Von Gottes Leben. Dieser Baum ist das Interface, die Schnittstelle zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Mensch, zwischen der unsichtbaren Welt und der sichtbaren Welt. Gott will, dass es da einen Übergang gibt, dass es Verkehr gibt, dass es Handel und Wandel gibt, dass es hin und her geht. Gott will, dass der Garten sich ausbreitet über die ganze Erde. Aber der Sündenfall kommt, er muss den Garten abriegeln. Aber Gott gibt seinen Plan nicht auf. Er verfolgt ihn die ganze Bibel hindurch weiter. Und jetzt schauen wir uns diese Menschen an, mit denen er das Haus baut. Abraham ist ein Mann des Altars und des Zeltes. Der Altar steht für Selbstverleugnung. Ich gebe mein Ego-Ziel auf, ich lebe nicht für mich selber, ich lebe für Gottes Ziel. Das ist der Altar, Hingabe. Das Zelt zeigt, ich bin mobil, ich bin verfügbar. Wenn Gott weiterzieht, gehe ich weiter.
Abraham ist ein Mann des Altars und des Zelts. Noah ist ein Mann des Altars und des Zelts. Isaac, ein Mann des Altars und des Zelts. Jakob rennt von seinem Bruder davon. Er ist obdachlos. Er schläft in einem Ort, wo er einen Stein als sein Kopfkissen nimmt. Ziemlich unbequem, ziemlich hart. Man fragt sich, wie man da schlafen kann. Dann sieht er nicht eine Leiter, er sieht eine Treppe. All das Lied von Led Zeppelin, Stairway to Heaven, da ist es angebracht. Er sieht die Stairway to Heaven. Er sieht diese Treppe in den Himmel rauf, wo die Engel rauf und runter gehen, wo dieser Verkehr zwischen Himmel und Erde passiert. Er sieht eigentlich mit dieser Treppe den Baum des Lebens wieder aktiviert in der Symbolik der Treppe. Unsichtbare, sichtbare Welt. Und dann salbt Jakob den Stein mit Öl und ruft aus, hier ist Bethel, das Haus Gottes. Was heißt es, dass er den Stein mit Öl salbt, aus dem toten Stein wird ein lebendiger Stein durch die Salbung. Und Gott will damit sagen, ich will mein Haus zurück. Ich will meine Wohnung, meine Heimat, will ich wiederhaben. Ich muss den Garten nach dem Sündenfall aufgeben, aber ich will wiederkommen. Mose auf dem Berggipfel sieht den Blueprint einer Behausung Gottes. Er sieht ein Zelt, er hat ein Altar. Mose, die Stiftshütte, dieser ganze Plan ist ein Zelt und ist ein größerer Altar. Salomo macht das Ganze größer. Er baut das Ganze zu einem Tempel um und er opfert auf einem Altar und Feuer fällt vom Himmel als Bestätigung Gottes. Und Salomo verwendet Baumaterial, Gold, nicht Perlen, sondern Silber und Edelsteine. Warum Silber und nicht mehr Perlen? Weil Silber das Symbol für die Erlösung ist. Nach dem Sündenfall geht es nicht mehr mit Perlen, sondern nur mit Silber. Aber nachdem der Sündenfall überwunden ist, die letzten zwei Kapitel haben wir in dem neuen Jerusalem, es ist gebaut aus Perlen, nicht mehr aus Silber. Die Erlösung ist vollkommen eliminiert. Also die Sünde und das Heilmittel für die Sünde ist völlig überwunden im neuen Jerusalem. Da haben wir am Anfang Gold, Silber und diese Sache. Im Tempel haben wir die Motive des Gartens, den Palmbaum, den Granatapfelbaum. Der Tempel sagt, Gott kriegt sein Haus zurück. Er kriegt seinen Garten zurück, wo mit dem Menschen gewandelt ist. Der Treffpunkt zwischen Himmel und Erde wird wiederhergestellt. Dann aber wird der Tempel zerstört. Es kommt zur babylonischen Gefangenschaft. Und was macht Gottes Volk? Es baut einen Ersatz. Es baut die Synagoge, wo auch gepredigt wird, wo auch Gott angebetet wird. Schlaft mir nicht ein, der Höhepunkt kommt noch dieser Botschaft. Jetzt am Schluss. Gott will nicht die Synagoge, Gott will den Tempel und erscheint auch nicht mit Herrlichkeit. Er zeigt sich nie, niemals mit Herrlichkeit in der Synagoge. Niemals. Gott hat die Synagoge, und das ist nicht antisemitisch, aber er hat die Synagoge nie beglaubigt. Er wollte immer den Tempel. Es sind Predigtstätten. Und Gott gibt seinen Herzschlag kund. Menschen wie Esra und Nehemia, wie Zerubbabel. Und sie sagen, wie können wir Lieder singen im fremden Land, wenn wir an Jerusalem denken. Wir weinen an den Strömen Babylons. Weil wir denken an Zion, wir denken an den Tempel, wir denken an Gottes Herzensanliegen. Das Tragische ist, als Gott es möglich macht, durch Wunder über Wunder, dass sie nach Hause kommen dürfen, alle dürfen nach Haus. Wer sagt, ich gehe? 2%. Die anderen sind reich und fett und satt und sagen, die Synagoge tut es doch auch. Ihr Lieben, Gott ruft die Menschen raus aus dem Denominationssystem, aus dem Kirchensystem, aus diesem ganzen System, was wir hatten, nachdem Gott seinen Tempel nicht mehr hatte. Aber nur 2% sind bereit, weil sie sagen, Gott hat doch die ganzen Kirchen, Freikirchen und sonst was auch gesegnet. Gott hat doch dieses Programm Christentum auch gesegnet. Ja, hat er, weil er nichts anderes hatte. Aber seine Herrlichkeit will er auf seinen Tempel, seine Herrlichkeit will er in Zion geben. Da will er Feuer fallen lassen. Und nicht in Babylon, nicht in babylonischen Strukturen und Systemen. Und dann kommt Hesekiel und hat eine Vision des Tempels, wo lebendiges Wasser herausfließt. Und dieser Tempel ist so gigantisch, so groß, größer als es Salomos Tempel je war. Und Haggai sagt, die Herrlichkeit des letzten Tempels wird größer sein als dieses ersten. Des zweiten Hauses. War der zweite Tempel, als er auferbaut war, herrlicher als Salomos Tempel? Nein. Er war kleiner, er war geringer. Denn Haggai sprach nicht vom zweiten physischen Tempel. Er sprach von dem Tempel ganz anderer Art, den Gott vor Augen hat. Und jetzt kommen wir zum Neuen Testament, zur Wirklichkeit nach den Schattenbildern.
Das Wort, Johannes Evangelium Kapitel 1, das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Jesus in seinem Leben ist ein Mann des Altars und des Zeltes. Brandopfer hast du nicht gewollt, einen Körper hast du mir gegeben. Sieh, in der Buchrolle ist von mir geschrieben, ich bin gekommen, Vater, deinen Willen zu tun. Jesus im Gehorsam ist ein Mann des Altars, in der Hingabe, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und er ist ein Mann des Zeltes, er trägt die Shekinah-Herrlichkeit in sich. Und Jesus sagt bereits in Kapitel 2, wo Wunder über Wunder die Geschichte von der Hochzeit ist, da reißt er den Tempel ein. Nur Johannes beschreibt es gleich am Anfang. Er sagt, zerstört diesen Tempel und in 3 Tagen will ich ihn wieder aufbauen. Und dann sagt er zu Nathanael in Johannes 1, Johannes Evangelium Entsprechung zu 1. Mose. Er sagt, entsprechend zu 1. Mose 28, du wirst den Himmel offen sehen und Engel auf und abfahren auf den Sohn des Menschen. Er sagt, ich bin Bethel, ich bin das Haus Gottes, ich bin der neue Tempel, ich bin der fleischgewordene, ewige Plan und Vorsatz Gottes. Ich bin die Realität von Jakobs Stairway und Jakobs Treppe. Ich bin der Ort, wo Gott und Menschen sich treffen können. Ich bin das Haus Gottes. Dann wird er getötet. Nach 3 Tagen steht er auf und er baut seinen Tempel neu auf. Zuerst haucht er 10 an. Dann kommt Thomas, na gut, die Frauen sind auch noch dabei, wir wissen also nicht, wie viele es waren, vielleicht waren es 20, keine Ahnung. Er haucht sie an, der Tempel wird expandiert. Jetzt ist die Shekinah-Herrlichkeit nicht bloß in Jesus, sie ist in Petrus, in Thaddäus, in Jakobus, sie ist in ihnen drin. Sein Leben empfängt den Heiligen Geist. Und dann am Pfingsten, als sie vorbereitet sind, als sie im Obergemach waren, als sie in sich Menschen des Altars geworden sind und des Zeltes, denn sie haben provisorisch dort oben gelebt in dem Obergemach. Da fällt das Feuer an Pfingsten, wie es auf Salomos Tempel gefallen ist. Und er sagt, hier habe ich meinen Tempel. Hier habe ich ihn, 120, dann 3000, dann 20.000 und so weiter. Jesus hat den großen Tempel expandiert. Und darum sagt Petrus, wir sind die lebendigen Steine. Wir sind die Steine, die gesalbt wurden mit Öl, wie es der Jakob gemacht hat. Aber Gott ist nicht interessiert an vielen umherliegenden gesalbten Steinen. Wir haben ein Christentum, wo der eine das macht, gesalbt mit als Stein, da läuft ein lebendiger Stein gesalbt rum, da läuft ein lebendiger Stein rum, da haben wir einen Steinhaufen, da ist ein Fließband, wo lauter gesalbte Steine einherfahren. Sowohl Paulus als auch Petrus sagt, dass wir als lebendige Steine auferbaut werden, zusammen auferbaut werden, zu einer Behausung. Gesalbte Steine sind noch kein Tempel, aber wenn sie zusammengebaut werden nach Gottes Blueprint, nach Gottes Masterplan, dann bekommt er seine Behausung, seinen Tempel bekommt er dann. Da kann er leben, da kann er sich wohlfühlen, da ist er Eigentümer. Er möchte nicht als Besucher kommen in heiligen Meetings, in tollen Lobpreisabenden. Er möchte bleiben mit seiner Herrlichkeit da sein, in diesem Tempel. Wisst ihr, der Menschensohn, ich komme zum Ende jetzt, sagt, er hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Habt ihr diesen Vers jemals im Zusammenhang gesehen mit 1. Mose 28? Er hatte kein Kopfkissen, der Jakob. Er nahm einen Stein. Weißt du, Johannes, Evangelium 19, Vers 30, als Jesus die Worte aussprach, er übergab den Geist. Er sagte, es ist vollbracht. Er übergab den Geist und neigte sein Haupt, wird übersetzt. Wisst ihr, was eigentlich auf Griechisch dasteht? Er legte sein Haupt hin. Der Menschensohn, der keinen Ort hat, wo er sein Haupt hinlegen kann, als er am Kreuz stirbt, sieht er dich, sieht er diesen Tempel, sieht er seinen Ruheort, wo er zur Ruhe kommt. Und warum wurde David dieser Schlawiner, der ein Mörder und Ehebrecher war, warum war er ein Mann nach dem Herzen Gottes? Weil er ein Mann war, der den ganzen Ratschluss Gottes erfüllen wollte, Apostelgeschichte 11. Weil er ein Mann war, der in Psalm 132, Vers 1 sagte, ich werde meinen Augen keinen Schlaf gönnen, meinen Lidern keinen Schlummer, bis ich eine Ruhestätte finde für den starken Jakobs, für den Gott Israels. Er war ein Mann nach seinem Herzen. David hatte eine Offenbarung des ewigen Planes. Darum war ein Mann nach seinem Herzen. Und als Jesus dich sah, da sagt er, endlich bekomme ich mein Kopfkissen, endlich bekomme ich meinen Ruheort, meine Gemeinde im Geist, meine Behausung, meine Braut und sterbend legt er seinen Kopf zur Ruhe.
und übergibt den Geist von sich hin zu dir. Der Transfer geschieht von der Schekinah-Herrlichkeit, die exklusiv in ihm war, geht sie über auf viele. In der Gemeinde ist der Ort, wo sich Himmel und Erde berühren sollen. Ein total himmlischer Ort, ein total übernatürlicher Ort. Dass die Menschen durch die Tür reinkommen und auf ihr Angesicht fallen, 1. Korinther 14, und sagen, Gott ist wirklich wahrhaftig in eurer Mitte. Ich sag's euch, wenn wir das nicht erreichen in unseren Gottesdiensten, lasst uns einpacken. Das ist alles Religion, alles menschengemachtes Programm, alles Babylon, alles Synagoge, aber nicht Zion. Zion, nimm das Übernatürliche weg. Nimm die Himmelsleiter weg aus deiner Gemeinde, aus deinen Gottesdiensten. Und du hast nichts als Religion. Und der Herr wird tausende von sogenannten Gemeinden vom Tisch werfen, vom Tisch schmeißen in dieser Zeit. Er wird erschüttern, was erschütterbar ist. Die Ersten werden die Letzten und manche Letzten werden die Ersten sein. Ich sag dir, die Zeit der Revolution, der Reformation, der endzeitlichen Wiederherstellung aller Dinge ist angebrochen. Und ich sag dir, diese religiösen Spielchen sind vorbei. Gott macht nicht mehr mit. Er richtet seine Wahrheit auf. Er stellt sie auf den Leuchter. Er sagt, was sein ewiger Plan ist. Und ob wir 10 sind oder 10.000, ist ihm egal. Er fragt dich, bist du ein Mann, eine Frau, nach seinem Herzen? Schlägt dein Herz? Willst du deine Weiche das Leben stellen, da wo Gott sie gestellt haben will? Oder bist du bereit mit kleinen Brötchen, dass du deine Pension sicherst? Deinen Altersruhesitz hast oder deinen nächsten Jahresurlaub schön gestalten kannst. Warum sind die Christen so satt, so überdrüssig? Weil sie sich mit diesen Banalitäten zu Tode überdrüssig geworden sind. Das ist alles Fad, noch eine Predigt, noch eine Lehre, alle Jahre wieder, Weihnachten, Ostern. Das ist doch alles Krempel. Wisst ihr, was ich nicht mehr ertrage? Langeweile im Hause Gottes. Ich ertrage es nicht mehr. Mich langweilt das Christentum, ihr Lieben. Gott langweilt sich. Es ist am Thron und gähnt. Wir sagen, oh, ich spüre die Salbung. Wenn du nur ein bisschen Salbung spürst, ist es zu wenig. Er will Wunder. Er will, dass hier der Himmel auf die Erde kommt. Ja, das will er. Und er will seinen Leib zurück, seinen Körper zurück. Ganz kurz ist es, dauert nur eine Minute. Was ist der Sinn eines Körpers, eines Leibes? Deiner Persönlichkeit Ausdruck zu geben, damit deine Persönlichkeit gesehen werden kann. Wenn du nicht sprechen kannst, wenn du keine Augen hast, kann nichts aus dir rauskommen, aus dir rausschauen. Gott will Ausdruck nehmen in seiner Gemeinde. Er will einen Leib Christi haben. Das Wort Leib Christi ist so banal, so billig geworden. Ach ja, Leib Christi hin, das Leib Christi da. Er will einen Körper, mit vielen Gliedern. Wir sind Glieder seines Leibes. Er will nicht mehr Bankanwärmer, er will nicht mehr Leute, die die Show mitspielen, er will nicht mehr Massentierhaltung, wie wir gestern gehört haben. Er will, dass jeder einzelne Anbeter ist, jeder einzelne hineinreicht in den Himmel, jeder einzelne vor Gott steht. Er will Individualität, aber er hasst Individualismus. Das ist das Geheimnis. Er will Individualität, wo wir nicht ohne meinen Bruder, nicht ohne meine Schwester, wir stehen zusammen, ein bunter Strauß, jeder hat was. Die Salbung kommt auf dich, die Salbung kommt auf den. Der eine weiß, sagt, der andere liegt aus, der andere wirkt Wunder. Das wollen wir haben. Wir haben ein Christentum, wo da die bezahlten Profis da vorne überfordert waren und sich das Herz aus dem Leib predigen mussten. Und die Leute sind immer satter, immer fetter, immer überdrüssiger geworden. Und warum? Weil auf Passivität ein Fluch liegt. Aber ihr Lieben, wir werden, der Herr macht uns Beine. Er sagt, ich kann das Geplärr eurer Lieder nicht mehr hören. Er schaltet uns den Drehregler runter. Er sagt, ich will Warngottesdienst. Ich will endlich mal Action haben in meinem Haus. Ich will, dass Wunder passieren. Schreckliche, erstaunliche, machtvolle, entsetzliche Wunder. Dass Leute zur Tür reinkommen, es haut sie um. Das will er. Er sagte Adam zwei Sachen. Du sollst, sie sollen Gottes Bild tragen und sie sollen herrschen. Wer trägt das Bild Gottes? Der Priester. Und wer herrscht? Der König. Und er will ein königliches Priestertum haben, aber Israel hat sich verweigert. Aber Petrus schreibt, ihr seid Könige, ihr seid Priester. Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht, Offenbarung 1, im Hause seines Gottes. Jesus war das Bild, er hat einen priesterlichen Dienst. Er trug das Bild Gottes, das Ebenbild Gottes, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das Gleiche soll für dich gelten. Wer euch hört, hört mich. Wer euch sieht, sieht mich. Ist es so? Wehe, wenn nicht. Es gibt, die Zeit läuft ab.
Es gibt Zeit, dass wir endlich in die Puschen kommen. Jesus hat Herrschaft ausgeübt über die kriechenden Tiere, über die Dämonen. Hat Macht, Herrschaft ausgeübt über Naturgewalten, Krankheit, Dämonen, Herrschaft. Er war König. Er hat befohlen, geboten, dekretiert und es geschah. Und so soll es bei dir sein. Er will, dass du Herrschaft ausübst. Und er will, dass sein Leib priesterlich ihn abbildet, ihn darstellt und in Herrschaft, in Vollmacht, in Dynamis, in Power sagt, wo es lang geht. Die wandelnde Räumungsgleich Gottes darstellt. Ja, das will er. Das ist kein Spaß. Das ist ein Herzschlag. Warum heißt es im Neuen Testament, Religion hat uns verblumt, blumig verstellt und verzerrt und verschleiert. Christus alles und in allem. Alles und in allem Christus. Du bist alles und in allem für mich. Auf gut Deutsch, du bist nichts für mich. Bla, 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 blumig, blumig, blumig. Was steht da wirklich? Christus alles und in allen. In allen. Wenn wir das wirklich wissen, dann will er nicht, dass ein Glied der Gemeinde Hinterbänkler bleibt. Dass kein einziger Zuschauer bleibt. Dass kein einziger sich versteckt oder übersehen wird. Der Heilige Geist sagt, ich will das ganze Orchester bespielen. Von der Tuba bis zur Flöte, bis zur Piccolo. Und wenn der Dirigent sagt, bumm, Einsatz. Da kannst du nicht sagen, ich habe nichts gelernt, war auf keiner Bibelschule. Das soll der Markus machen. Nein, du. Er will dein Flavor. Er will dein Raspberry Flavor, Vanilla Taste haben. Er will deinen je eigenen Flavor in diesem Blumenstrauß haben. Und wenn du schweigst aus Menschenfurcht oder aus Peinlichkeit, bekommt Gott nicht seine Fülle. Christus soll alles sein in allen seinen Gliedern. Der Leib mit allen Gliedern, nicht ein paar überstrapazierte Tennisarm. Er will alle Glieder bespielen, alle Glieder benutzen. Er will alle Finger haben, alle Organe. Er kann sich sagen, dich braucht man nicht. Und zum Schluss wieder die Familie. Da haben wir schon viel darüber gehört. Abraham war das Schattenbild. Er konnte kein Kind haben. Er hatte sich gesehnt nach einem Kind. Gott hat sich gesehnt nach Kindern. Abraham sollte seinen eigenen Schmerz spüren, wie Hosea seinen Schmerz nach der Braut, wie die Propheten seinen Herzschlag vernahmen, so vernahm Abraham die Sehnsucht nach Kind, nach einem Sohn. Und er sagte zu Abraham, geh hin, opfer deinen einzigen Sohn, den einzigen, da hat er zwei. Aber er sagte, es ist mir wurscht, das ist er, dein einziger. Es geht ja nur um den einzigen Sohn der Auserwählung. Abraham ist der Vatertyp und dann kommt Jesus. Er ist der einzig gezeugte Sohn. Aber will nicht der Einzige bleiben. Er will der Erstgeborene sein von vielen Brüdern. Er will viele Brüder zur Herrlichkeit führen. Er will der Erstgeborene sein. Nicht bloß der einzig gezeugte und Einziggeborene. Und er sagt er, als er auferstanden ist, in diesem Garten, sagt er Maria Magdalena, die auch dieser Typus für die Frau ist, der unwürdigen Frau, der vom Teufel geritten, von 7 Dämonen heimgesuchten Frau, da steht die Frau vor ihm, Maria. Und er sagt, ich bin dein Mann, Maria. Er sagt, geh hin und sag zu meinen Brüdern. Ich gehe hin zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Er sagt, jetzt habe ich die Familie. Alles Johannesevangelium. Die große Familie zusammengeführt. Und hier haben wir diesen großen, ewigen Plan Gottes. Es ist Christus und die Gemeinde. Es ist seine Braut. Es ist seine Behausung, es ist sein Körper mit den ganzen Gliedern, es ist seine Familie. Und der Heilige Geist seufzt und ächzt und stöhnt und gibt alles, damit das Wirklichkeit wird. Amen. Um 9:30 machen wir weiter.